Wir sind wieder ein gutes Stück vorangekommen. Der Motorblock ist jetzt zusammen, sozusagen der Rumpfblock. Wir haben den Kopf aufgebaut, wir haben die Kurbelwelle eingebaut, wir haben die Lagerschalen reingesetzt. Wir haben die Kolben nochmal rausgeholt, weil es andersrum besser geht. Erst die Kurbelwelle, dann die Kolben und haben die Kolben wieder eingesetzt. Dabei haben wir gleichzeitig nochmal die Kolbenringe vermessen. Ja, wie sowas geht, das zeigen wir euch hier. Und hier unten den Bock drauf und die Lagerschalen rein. Ja, das ist ein längerer Film. Es hängt einfach damit zusammen, dass wir das auch im Detail zeigen wollen. Wir sammeln nicht lange, wir starten durch und wir surfen hier auf Wolke 7. Auf geht's! Leider haben wir hier einen Fehler gemacht und die Kolben müssen alle wieder raus, weil wir hatten einen Anruf von dem Ingo und der sagte, Mensch Axel, bevor du die Kolben einbaust, bau erst die Kurbelwelle ein, weil dann weißt du, ob diese richtig rund und glatt läuft und danach die Kolben von vorne durch nach hinten verschrauben. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf, die Kolben wieder raus. Müssen wir natürlich vorsichtig machen, ja. Das waren die Kolben, wir drehen um, weiter geht's. Sobald wir diesen Deckel hier aufgearbeitet haben, das heißt, wir haben das hier alles gereinigt, ja, und wir haben es auch abgewischt mit Nitro nochmal, die Flächen alle richtig sauber oder Bremsenreiniger geht auch. Da haben wir hier verschiedene Dichtungssätze, hier haben wir einen Dichtungssatz und da nehmen wir jetzt diese beiden Dichtungen raus, die hier raufkommen und gucken mal, wie das Ganze passt und wie rum das muss hier. Der sieht ja schon so aus, der muss dahin. Und mal sehen, ob da irgendwo top oder irgendwas draufsteht, was dann oben oder unten ist, ne? Der hier sitzt, dann kann der nur so sitzen. Hier sind so Nippels, ne? Die hier, die kommen hier unten rein. So, aber ich glaube, das sollten wir zumindest noch ölen. So, als nächstes haben wir hier unsere Lagerschalen. Wir haben welche von Glyco, Erstausstatter. Die reißen wir hier auf. Mal gucken, ob da eine Ölung. Ja, die mit dem Schlitz müssen in die andere Seite. So, und jetzt, wenn alles hundertprozentig sauber ist, natürlich darauf achten, dass sie von unten auch sauber sind. Rein, ohne Öl. So, wenn wir diesen jetzt soweit haben, dann decken wir den ab. So, oh, Krümel. Ja, auch hier auf der Gegenseite, da kommen die Pendantstücke zu. Wir haben das hier natürlich alles jetzt gereinigt. Hier durch diesen Schlitz und diese Bohrung läuft ja das Öl zum Schmieren. Infolgedessen muss der ja hier rein. Die nächsten Folgen hier. So, hier hinten haben wir sie ein bisschen sauber gemacht, da war so ein Klebkram dran. So, hier drüber werden sie geölt. Dann sind die jetzt auch drin. Decken wir die auch erstmal eben ab, dass uns hier nichts passiert. Weiter geht's mit der Kurbelwelle. Hier sehen wir unsere Kurbelwelle. Dies hier wollen wir ableinen, das hier wollen wir schützen. Erstmal eben. Und deswegen machen wir hier mal so ein bisschen Krepp um zu. Damit uns hier jetzt kein Dreck reinkommt, lege ich hier einfach so eine Bahn um zu, damit wir das hier an der Kante gleich gut schmirgeln können. Jetzt leinen wir das hier mal ab, das ist ja dieser Wellendichtringsitz. Schneiden uns das Schmirgelpapier hier einfach solche Streifen ab. Dieses Ableinen oder Abziehen hier, das nimmt eine ganze Zeit, eine ganze Menge Zeit in Anspruch. Aber so kriegt ihr die Flecken wieder schön aufpoliert. Ich habe jetzt hier 400er genommen. Es soll auch 300er reichen. Aber das hatte ich nicht. Also immer fleißig so hin und her ziehen. Und das hier, wie gesagt, das hier ist die Stofflippe. Aber der soll hier wohl dichten. So wird er bleiben. Der ist blank genug. Das decken wir schön ab.
das hier auch nochmal. So, und dann schleifen wir das auch. So, wunderbar. Diese Welle hier alles einwandfrei gereinigt haben, dann können wir den wieder wegnehmen, hier unser Isolierband. Und dann müssen wir darauf achten, dass wir das hier natürlich alles schön sauber machen. Und ja, und dann können wir uns an den Einbau machen. Hier müssen wir ein Tuch nehmen, was nicht fusselt. Das ist wichtig, dass wir hier einen Lappen nehmen, der nicht nachfusselt. Und das haben wir alles nochmal gewaschen hier mit Benzin. Und ja, jetzt müsste das gleich gehen. Und dies hier, das pusten wir nochmal durch mit Pressluft. Und dann machen wir uns ran und bauen ein. Als nächstes reinigen wir die Schrauben, die wir da rausgeholt haben. Und so werden die alle ein nacheinander geölt hier. Kleinen Finger für die Kamera. Ich hoffe, ich mache jetzt keine Fehler. Ja, jetzt legen wir die Kurbelwelle ein. Wir ölen das hier alles gut. Die Kurbelwelle, die ist natürlich richtig sauber. Wir ölen auch hier oben diese Dichtfläche, wo die aufliegt. Ja, ich mache da einen kleinen Ölfilm drauf. So ähnlich wie beim Ölfilter, ne? Natürlich vorher alles richtig sauber gemacht. Und dann hier bei den Lagern richtig Öl drauf, ja. Also, da wollen wir jetzt ja mit Öl nicht sparen. Und in der Hoffnung, dass wir jetzt nirgends oh Mann, ey, hat die Gewicht. Oh, ist sie drin? Ja, es dreht sich. Sie dreht sich. Boah. Und wir ölen hier. Also ich packe hier ruhig Öl rein in diese Löcher. Auch diese Lagersitze hier ölen wir gut. Jetzt kommt der hier oben drauf, die Wanne. Dieser lässt sich noch gut bewegen. Der bewegt sich noch sehr gut hier. Oh, da hat ja auch Gewicht. Oh, ja, noch dreht sich alles. Hoffentlich habe ich nichts vergessen, ey. Wir können hier schon mal drehen, das klappt schon mal. Ja, jetzt kommen die Schrauben rein. Die müssen hier rein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber so kompliziert war der ganze Aufbau nicht. Jetzt müssen wir mal eben gucken, was sie kriegen. Und sie dreht sich noch. Wunderbar. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Wichtig ist tatsächlich, dass diese Schrauben geölt werden. Und wir fangen von hier an zu ziehen mit dem Drehmoment. Das heißt, erstmal ziehe ich die so ganz leicht an. Ne? Also, und immer wieder drehen, gucken, ne? Ob die sich dreht. Ich weiß nicht, doch seht ihr da, ne? Dreht sich schön. Dreht sich wunderbar. So, erst den, eins, zwei. Dann ist das unsere 3, die 4, dann ist das unsere 5, 6, also wir laufen entgegengesetzt des Uhrzeigers, ne? 7, 8, 9, 10. So, jetzt kriegen die in zwei Phasen, zuerst einmal Phase 1 kriegen sie jetzt 80 Newtonmeter. Mal sehen, ob ich das ohne, das könnte gehen, einstellen. Genau, ne? Doch, kann man erkennen. Hier, da sind meine 80 Newtonmeter. Hier oben erkennen wir die Newtonmeter. Ja, legen, mal gucken hier, dreht noch, ne? Wichtig. Das war jetzt 80 Newtonmeter, sie dreht noch wunderbar. Ich höre auch nichts schleifen hier. Wunderbar, alles sehr gut.
Jetzt kommen 160 Newtonmeter. Schraube unten wieder lösen. 160 drehen. 160 ist was? 160 ist doppelt so viel wie 80. Wir haben es geschafft. Die Schrauben sind fest, die Kurbelwelle ist drin. Jetzt kommen die Kolben von der anderen Seite. Er lässt sich jetzt wunderbar leicht drehen, hier mit zwei Finger. Wunderbar, ganz leicht. Und hier, da quillt das Gummi ein bisschen raus, aber ich glaube, das muss so sein. Hier könnt ihr das sehen, hier. Ne? Hier sitzt ja die andere Dichtung drüber. Ich weiß nicht, ob man das wegschneiden muss oder ob die da vorbeigeht. Hier guckt die Dichtung so ein bisschen raus, ne? So rüber guckt die hier, so ein Grat, so ein kleines Stück guckt die da rüber. Aber das gucken wir uns so an. Das ist alles schön sauber, ja, gut geölt, kann nichts passieren. Für den nächsten Arbeitsschritt legen wir den Motor wieder auf die Seite. Der ist ganz schön scharfkantig. Wir trecken uns erst eben so ein paar Gummihandschuhe an. Die hier, ne? Die hier, die ziehen wir uns an. Die sind so schlecht, ne? Die sind eigentlich sind die ganz gut, ne? Die hier, die haben wir von Amazon, ganz billig. Könnt ihr mal gucken. Ja, hier mal so in die Mitte reingesprungen, ne? Wenn euch unsere Filme gefallen, gebt uns gerne einen Daumen hoch, ne? Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ja, mit Spenden und so, das ist ja eine gewisse Geschichte, aber dass wir so ein bisschen Geld für Material wieder rauskriegen, dann könnt ihr durchaus gerne unsere Amazon-Links nehmen und von da aus dann weiter einkaufen. Dann kriegen wir so 1-2% von Amazon als Affiliate-Links, ja, und das tut euch nicht weh. Und wir haben so ein bisschen davon. Das wäre eine liebe Sache, wenn ihr das machen wollt, dann könntet ihr uns darüber unterstützen. Das heißt, ihr klickt einfach irgendein Produkt von uns an und dann kauft ihr ganz normal weiter ein. Dann wird da so ein Fleck gesetzt und dann werden wir so ein ganz bisschen dran beteiligt. Das wäre nett. Das mal so in der Mitte hier so drinne. Ja, weiter geht's mit dem Film, ne? So, jetzt legen wir den auf die Seite. Wir wollen ja die Kolben wieder reinpacken. Boah. Erst wieder alles auswischen hier, ne? Und dann wieder alles neu ölen und dann packen wir die Kolben rein. Bei dem einen hier hinten, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier dieser hier, der ist ein bisschen enger, um da reinzukommen. Das gucken wir uns aber nachher eben an, wie wir die Lagerschalen da drauf kriegen. Und jetzt kommen die Kolben da rein. Wir haben irgendwo auch einen Zettel, wo es drauf steht. Mit den Kolben, da gehen wir nicht so stark drauf ein. Das hatten wir ja schon, ne? Also wir ölen erstmal. 1840 sollte hier rein. Der hier, der muss zum Schwungrad spielen. Den können wir hier zwischen noch mal messen. Das können wir noch mal eben machen. Hier sehen wir jetzt unseren Kolben. Hier ist unsere Fühlerleere. Und das hier, das sollte maximal 0,2 sein. 0,05 kriege ich dazwischen. 0,05 kriege ich dazwischen. Und 1,0 nicht mehr hier. Nee. Also dieser hier ist top. Der untere, der hat ein bisschen mehr Luft. Aber 0,20 kriege ich da auch nicht rein. Das passt nicht. Das ist alles gut so. Das will ich meinen. Also das passt hier mit den Fühlerleeren. Passen die Kolben bei uns. Die haben wir nochmal durchgemessen. Das zweite. Das nächste, was ihr messen könnt, das ist hier diesen Ring hier so reinzulegen. Hier. Ja. Vorsichtig. So. Und jetzt könnt ihr hier oben messen. Hier sehen wir diese Öffnung nochmal in Großaufnahme. Und den Spalt hier von diesem Kolbenring, den kann man nochmal messen. Und jetzt nehmen wir den mal raus. So. Da seht ihr, wie er dann da liegt. Jetzt legen wir hier aber eben unsere Lagerschalen rein. So, wir kommen jetzt hier zu den Lagerschalen. Die sind hier genauso eingepackt. Wir nehmen die mal vorsichtig raus. Weil da ist die Frage, ob da was draufsteht von oben und unten. Weil die passen ja wahrscheinlich beidseitig. Da steht nichts von oben und unten. Wir können hier keine Unterschiede feststellen. Also wir legen die jetzt einfach trocken ein. Also das ist ja alles sauber und wir haben das auch nicht geölt darunter. So hat Ingo uns das gesagt. Wenn hier ein Stoppkorn oder Dreckkorn drunter ist, ne,
Natürlich schlecht. Deswegen mache ich das auch gerne ohne Handschuh. Hier bei diesem holen wir die alte Lagerschale eben raus und ziehen hier eben ganz leicht, ne, ganz leicht mit 400er Schmirgelein durch. Nur so, dass es sauber ist. So, dann packen wir hier auch schon unsere Lagerschale rein. So, knack, knack. Nummer zu Nummer. So, und den wird wieder eintüdeln, ne? Und dann soll er hier drin laufen. Damit er das jetzt tut, ölen wir das schon mal und dann schmeißen wir den Kolben da rein. Ne? Hier, man ruft da, hier auch. Unsere Kurbelwelle ist natürlich sauber. Alle gewaschen, die Schrauben, und natürlich neu geölt. Ne? Also Lagerschale haben wir schon eingelegt, schon gut geölt. Fangt mit diesem ersten Kolben an, hier bei dem Schwungrad, hier bei dem großen Rad, wo der Dingens drauf geht, der Anlasser. Fangt mit dem an, das ist besser. Und hier auch wieder drauf achten, dieses Zeichen zur Kurbelwelle. Ich schiebe die da so durch, ich kann die da nicht schützen, das ist alles viel zu eng. Jetzt das übliche Spiel, Kolbenringe ausrichten. Den Rest könnt ihr von Hand. Jetzt ist das hier hinten wieder ein Bältenfummelei. Das gucken wir uns von hier hinten an. So, da kommt jetzt unser Kolben. Da hinten ist der. Immer ölen. Muss erst ein bisschen runter wieder. Das ist nämlich die Fummelei dabei. So. Jetzt komme ich darauf. Jetzt kann eine Schraube schon mal rein. Und dann kann der wieder hoch. Der ein bisschen Fummelei, das muss man wissen. Jetzt drücken wir von innen wieder. Jetzt kann hier die andere Lagerschale, die andere Schraube durch. Und dann haben wir es ja schon. Das ist eine enge Kiste hier, ne? Wenn man überlegt, dass der da so oft vorbeijuckelt, das ist doch schon gut. Dann können wir die schon mal mit dem Moment anziehen. Nochmal die Kolbenringe, ne? Ganz wichtig. Nicht hier auf dieser Achse sollen sie nicht liegen. 120 Grad versetzt. Da ist er drin. Jetzt gucken wir hier hinten. Hier könnt ihr den sehen. Jetzt drehen wir den da mal rein. Da ist er. Wichtig ist, Nummer zu Nummer. Lässt sich schön bewegen, wunderbar. Die Schrauben ziehen wir mit 110 Newtonmeter an. Immer darauf achten, dass er genau drauf ist. Gut. So, nachdem wir alles überprüft haben, können wir hier an dieser Welle hier vorne, hier, also da quasi, hier ist diese kleine Zapfenwelle noch, also der, die Riemenscheibe, da kann man natürlich jetzt nicht mehr so drehen. Wir stellen unseren Motor jetzt wieder richtig hin, sauberen Lappen darunter. So, das steht da wieder. Die Kolben sind drin, mit Kurbelwelle, und ja, aber jetzt stellen wir uns den erstmal auf oberen Totpunkt ein. Bevor wir jetzt diesen Motor den Kopf aufsetzen, ja, können wir hier nochmal den Spiel messen, ne? Was der hier überstehen darf, ja, hier diese Kante, was der hier höher stehen darf, das beträgt zwischen 0,35 bis 0,65 mm darf der hier drüber stehen. Ja? Sollten dieser Wert abweichen, muss der Kolben ausgetauscht werden. So, bevor wir jetzt mit dem Einlegen und Aufbauen des Zylinderkopfes beginnen, muss das hier alles fettfrei sein. Hier drunter liegt unser Zylinderkopf. Hier haben wir noch Aceton oder Bremsenreiniger, geht natürlich auch. Ja, und dann muss das hier alles richtig fettfrei sein, und das machen wir jetzt.
Ja, hier haben wir unseren Dichtungssatz. Das noch eine andere, kommt da mit. Noch eine. Das ist unsere Zylinderkopfdichtung. Hier haben wir noch mehr Dichtung. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Ja, Zentrierstift und Bohrung. Und dieser O-Ring, der da oben drauf ist, ja, dieser O-Ring hier, der fehlt bei dem Dichtungssatz. Und der muss natürlich hier rein, wie wir den damals runtergenommen haben. Wir haben zwar hier einen Kupferring, der den da drüber abdichtet, ja. Das soll wohl passen. Ich packe die jetzt aus. Dieser ist ein reiner Zentrierstift. Der sitzt hier in dieser Ecke und der kommt von hier oben durch. Und der sitzt hier oben auf, aber der hat hier im Kopf, dieser hier kann nach oben in die Öffnung verschwinden. Also in diesen. In diese Öffnung passt er lose rein. Das heißt, er hat da Spiel genug, dass er den nicht nach unten drückt auf die Dichtung, dass da nichts kaputt geht. Zu dieser Zylinderkopfdichtung möchte ich anfügen, dass dieses Rote hier drauf wahrscheinlich ein Kunststoff ist, der sich erst bei der Temperatur aufschmilzt. Ja, das sind Polymere. Und wenn der erst richtig heiß wird, dann wird er richtig dicht. Und deswegen muss das auch alles fettfrei sein. So steht es jedenfalls in dem Werkstatthandbuch. Das haben wir da ja schließlich auch rausgelesen. Ne? Wir können ja nicht alles wissen. Nee, das können wir nicht. Ne? So, und jetzt ist das drauf und das drauf. Und jetzt machen wir die Schrauben im Picobello-Zustand, ölen die neu. Und da müssen wir auch drauf achten, weil diese Löcher zum Teil nicht durchgehen dürfen, die Schrauben, nur benetzt sein. Weil wenn hier Öl drin ist in diesen Bohrungen und wir mit dem Drehmoment anziehen bzw. sie anknallen, die Schrauben, drücken wir quasi gegen das Öl und das verfälscht unser Drehmoment. Deswegen müssen die Schrauben zwar mit Öl benetzt sein, aber nicht so nass, dass es in die Löcher kommt. Weiter geht's. So, wieder mal haben wir einen Punkt, wo Jumbo Wasser lässt. Jetzt kommt da drauf der Zylinderkopf. Ja, wir drehen ihn jetzt mal so rum. So, zack, jetzt hat er gepackt, jetzt sitzt er gerade drauf. Schrauben drin. Die langen, die kommen alle hier oben rein, die sind alle geölt. Zack, zack. So, das dauert jetzt eine Zeit. Ich schalte euch wieder zu, wenn wir so weit sind. Ne? Oder per Schnelldurchlauf, aber. Diese, hier kann ich. Die Schrauben werden in drei Phasen angezogen. So, und zuerst kriegen sie einmal 40 Newtonmeter, dann nochmal 40 Newtonmeter und dann 180 Grad im Schlag. Und das gucken wir uns an. Wir fangen wieder mit dieser Schraube an. 1, 2. Ja, jetzt habe ich den Drehmomentschlüssel mal voll angepowert. Hier 190, 200 Newtonmeter. Jetzt sollen die alle 180 Grad kriegen. Das heißt von hier darum. Mit dem fange ich an. Nee, der hat schon ein bisschen. Mit diesem fange ich an. Oh. Ey, das ist ja Wahnsinn. So. Die sind ja verrückt. So, der hatte schon ein bisschen. So. Satan, das ist Kraft, das ist Anstrengung. Das ist echt Arbeit, dass hier kein Schweißwasser reinkommt. Ich würde sagen, der Zylinderkopf ist drauf. Jetzt müssen wir alles irgendwie auf OT kriegen und den hier runter. Und unsere Anbauteile ran. Weiter geht's. Wir haben den Motor
soweit wieder zusammen. Jetzt kommen die Anbauteile vor, so Kleinigkeiten. Das machen wir im nächsten Film. Und diese Rohre hier, ne, die haben wir alle, und diesen Entlüfter hier, das haben wir alles hier verzinken lassen, also Gelbzink oder sowas. Ne? Aber das erkläre ich euch dann nochmal ganz genau. Und hier sind solche kleinen Stellen, hier, da war Rost. Ne? Und was wir damit machen, das gucken wir uns im nächsten Film an, ob wir was machen können. Wir wollten besonders guten Rostschutz geben für diese Sachen. Ja, aber an einigen Stellen ist er durch. Da müssen wir nacharbeiten. Ja, und das gucken wir uns im nächsten Film an. Und der sieht ganz vernünftig aus. Ne? So kommt das dann wieder davor, ne? Dieser Entlüfter hier. Ja, das sei mal so am Rande erwähnt, um was es im nächsten Film geht. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir kommen Schritt für Schritt voran. Der muss jetzt langsam auch wieder in die Motorhalterung. Ja, und drehen lässt er sich. Danke fürs Zuschauen. Bis denn, Osterhände. Wir gehen ins Detail. Seid dabei. Tschüssi.